Ja, hallo zu diesem kurzen Video. Hier geht es um meine erste Wildschweinbegegnung, die ich vor kurzem hatte. Die war weder geplant und vor allen Dingen nicht erwünscht in dem Moment. Ich war da nur eben im Wald kurz. Es war abends um 10:30. Ich wollte eigentlich nur noch schnell einen Leuchttest machen für eine Stirnlampe, für ein Review und war auch nicht weit in den Wald reingegangen, vielleicht 20, 30 Meter. Und war noch gerade beschäftigt mit den Einstellungen des Smartphones zum Filmen und da stand dann auch schon plötzlich dieses Wildschwein vor mir. Das Ganze ging so schnell, dass ich leider auch nicht mal filmen konnte. Also meinen Abgang habe ich dann gefilmt. Es war halt wirklich so, meine Großhirnrinde, die dachte noch drüber nach und hat gesagt, Mensch, warte doch ein paar Sekunden ab, schau erstmal, wie es reagiert. Vielleicht ist es ja gut drauf und besteht keine Gefahr, kannst es ja vielleicht sogar noch filmen. Aber zu der Zeit hatte meine Amygdala schon längst den Befehl zum Wegrennen gegeben. Das habe ich dann erst realisiert, als ich dann gemerkt habe, oh, ich renne ja schon. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung. Es hat mich einfach eiskalt erwischt, muss ich echt sagen. Ist wie gesagt meine erste Wildschweinbegegnung gewesen und dann noch auf so kurze Distanz. Ich hatte im Video, glaube ich, gesagt, dass es 10, 15 Meter entfernt war. Kommt aber nicht hin. Im Nachhinein habe ich dann nämlich die Distanz beim Schießstand bei mir zu Hause. Das sind exakt 5 Meter. Und das Wildschwein war nicht weiter weg als das. Also es kann maximal 5 Meter von mir entfernt gewesen sein. Und dann eben noch nachts. Ich hatte die Leuchte an, aber nicht auf volle Power. Ich habe mich einfach tierisch erschrocken, als dieses Wildschwein plötzlich da vor mir direkt auf dem Weg stand. Und deswegen auch die Reaktion direkt Flucht, weil Kampf macht ja dann auch wenig Sinn. Ich zeige euch mal schnell hier den Ausschnitt, auch wenn man, wie gesagt, das Wildschwein nicht sehen kann auf der Aufnahme, weil das alles so schnell ging. Aber dass ihr mal ungefähr wisst, was da passiert ist. Okay, so kann es gehen. Ich wollte mal jetzt kurz nur hier in den anliegenden Wald. Das ist wirklich ein winzig kleines Waldstück, da kann man nicht mal von Wald sprechen. Gehe so ein paar Schritte rein und direkt vor mir auf dem Weg eine Sau oder ein Wildschwein. Wow, okay, ich bleibe jetzt für den Test für die Lampe auf jeden Fall hier vorne am Waldrand. Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal wegrennen zu müssen mit dem ganzen Equipment hier um mich rum. Okay, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also hier bestand ja keine Gefahr zum Glück. Das Wildschwein war ziemlich relaxed. Es ist ja quasi in mein Revier gekommen, auf den Waldweg und nicht ich habe es irgendwo überrascht im Dickicht, sondern eben es ist ja zu mir gekommen und es war auch keine Bache mit ihren Kleinen. Von dem her war eigentlich alles relaxed. Hätte aber auch anders ausgehen können. Ich habe da schon einige Videos auf YouTube gesehen, wo Spaziergänger, Wanderer angegriffen worden sind von Wildschweinen und teils wirklich üble Verletzungen davon getragen haben. Auf sowas habe ich natürlich auch keinen Bock. Wie ist das bei euch? Hattet ihr eigentlich schon mal eine Wildschweinbegegnung in freier Natur? Und wurdet ihr angegriffen? War das Wildschwein relaxed? Wie weit war das weg? Würde mich mal interessieren, wie eure Begegnungen in der Natur mit Wildschweinen ausgegangen sind. Und naja, vielleicht treffe ich ja nochmal irgendwann auf eins und vielleicht ist es dann nicht so gruselig im Stockdunkeln und auch so kurze Distanz, dass ich es vielleicht auch mal filmen kann. Mal schauen, auf jeden Fall bin ich froh, dass nichts passiert ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir noch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.